Gucken. Da kommt man gar nicht rein, da kommt man nur da rein, ne? Ja, toll. Und wieso komme ich da nicht rein? Warte mal. Das machen wir anders. Und? Jawohl! Was haben wir denn hier Schönes? Das hat keinen Sinn gemacht. Doch, Anzugreparaturkit. Fabrikatorplan. Das ist doch schon mal was. Was haben wir hier? Kaputtes Festplattenlaufwerk. Ersatzteile haben wir hier. Erstmal eins after dem anderen. Eine Notiz. José, demnächst steht die Wartung für die Luftgemischregulatoren in der Atmosphärenabteilung an. Sagen Sie Max Bescheid. Er hat den passenden Fabrikatorplan. Achtung, niesen. Oh, sasa, jede. Gut. Weiter, Notiz. Ausstehende Ausrüstung. Zwei Personen haben Ausrüstung ausgeliehen und noch nicht zurückgebracht. Na toll. Eine E-Mail. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie immer noch abteilungseigene Ausrüstung ausgeliehen haben. Sie hätten sie am Ende Ihrer Schicht zurückbringen müssen, wenn Sie vorhaben, sie noch einmal auszuleihen. Sie können nicht einfach alles behalten, bis Sie fertig sind. Ich weiß, es ist nervig, aber so lauten die Regeln. Wenn Sie das Zeug heute nicht zurückgeben, wird Ihrer nächsten Gehaltsabrechnung automatisch eine Strafgebühr abgezogen. Harry Lütnyard, Ersatzteile. Und Roger Meyer, Kuhkanone. Guck an. Das müssen wir aber zurückgeben. Gut. Also, die haben das noch nicht zurückgegeben. Was habe ich noch? Das war doch schon wieder ein Kit. Lass mal gucken, ob wir eventuell unsere Waffen hier noch ein bisschen aufpimpen können. Verbessern. Ein Waffenupgrade. Ja. Das Ding ist geil. Können wir das machen jetzt? Oder brauchen wir noch Waffenschmied? Brauchen wir? Dann nehmen wir die Neuromods für. Neuromods. Davon haben wir zwei. Und Waffenschmied reicht bestimmt nicht aus. Techniker, ne? Waffenschmied 2. Okay, dann machen wir das doch so. Verbessern. Können wir da die Magazin? Magazin können wir auch nicht. Nachlader auch nicht. Rückstoß. Wow, Rückstoß ist gar nicht so toll. Was mit der? Können wir die noch ein bisschen aufpimpen? Magazinkapazität. Effektive Reichweite. War eigentlich Präzision. Feuerkraft hat die 11, Reichweite hat die bis 25 Meter, 20 Meter hat sie jetzt, Magazinkapazität 17 Schuss, Präzision, naja. Erledigt. Was soll's. Gut. Wie sieht's aus? Jetzt hat die 17 Schuss. 20 Schuss hat sie. Gut. Feuerkraft hat sie. Ausreichend. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier gucken. Wen haben wir hier liegen? Penny Tennyson Leiche. Ja. Und da können wir dann nach oben fahren. Das ist der Verteilerkasten. Den haben wir gerade repariert. Wir wollten aber. Aha. Das klingt jetzt vielleicht seltsam. Aber ich bewundere Ihre Taten. Sie hätten Chief Ellison und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Aha. Besonders, wenn man bedenkt, dass Sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben. Wenn auch nur kurzfristig. Na toll. Hier geht's ja auch noch ordentlich weiter. Eieieiei.
Oh. Oh. Was hing denn dort an der Decke? Und da hinten bestimmt auch. Das ist eine Glukanone, zumindest sieht das so aus. Die werden wir reparieren. So, was ist mit dem hier? Das ist... Da ist er! Siehst du, der braucht seine Sachen nicht mehr wieder zurückgeben, der Ari oder Ari. Ari hat's erledigt. Augusto Vera. So, was haben wir hier? Den haben wir, Erika. 9mm Munition. Eine Notiz. Nicht an Weber weitergeben. 4, 3x die 5. Tresorcode. LE Sicherheitsraum. Okay, danke. Mache ich natürlich nicht. Schallgedämpfte Pistole brauchen wir nicht. Hier war doch noch einer. Nee. Hatte ich mir noch einen gesehen? Den. Da können wir jetzt da noch rein. Hier ist der Hauptaufzug deaktiviert. Was ist das für ein Geräusch? Ja, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Wir haben die Möglichkeit. Was ist mit ihm hier los? Der scheint okay zu sein. Da müssen wir noch rein. Aha. Oh, was haben wir denn hier gesehen? Das wäre ja was schief gegangen. Entschärfen. G. Keine. Technik-Operator. Der ist uns aber gut gesonnen, ne? Der scheint uns gut gesonnen zu sein, oder? Das Ding hätte ich ja gerne noch gehabt da. Das nehmen wir mit. Ich hätte ja liebend gerne noch ein Medipack gefunden. Medbay. Das nützt mir sowieso nichts. Wir können mal gucken. Haben wir noch Recyclerladung? Ja. Nullwellentransmitter. 4 Stück haben wir noch. Sicherheitsgründen. Wollte ich gar nicht. Aber ich glaube, das war gut. Und? Das scheint... Na! Ich glaube... Was haben wir hier? Ein Antirad-Arzneifabrikatorplan. Organisches Material, na das Ding war gut, wir hätten bloß einen gebraucht. Schade. Ah, das finden wir wieder. Neue Horizonte. Ach, den brauchen wir jetzt nicht. Beantrage neuen Operator. Das war gut. Transtar Pyramid. 490 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Ja, mach ich. So, dann haben wir das durchgecheckt. So, das haben wir durchgecheckt. Genau. Da hinten, da hinten, da hinten. Da hinten können wir auch noch. Wo gehen wir jetzt zuerst gucken? Ja. Da geht's zum Reaktorkontrollraum. Wir werden erstmal hier gucken. Wir werden uns erstmal um die Sache hier kümmern. Das haben die versiegelt, ne? Tja. Und warum hat er das? Oh oh. Eieieiei. Eieiei. Da hat eine. Und der Westen hält Stand. Was? Ach so. Okay.
Ach ja, das war nötig. Hände waschen. Spiegel sind ganz schön beschlagen. Hier können wir nachher auch nochmal durchkriechen. Oh, was haben wir denn da? Was sehen meine Entzündeten denn da? Das machen wir nachher später. Was haben wir hier? Ein Trinkbrunnen. Wer ist das? Aha. Für den Finder. Vorrat in Halle bei Fluchtkapsel. Keine Zeit für Übergabe. Viel Glück. Was war denn da? Munition nehmen. Tja. Was hat denn da bereitgelegt? Also hier wollen wir ja später hin. Zum Reaktorraum. Dann werden wir erstmal alles hier abchecken. Ist der da durch? Nee, ne? Der hat sich hier ganz schön eingegeben, ne? Gut, dann gehen wir hier mal rein. Ersatzteile. Ersatzteile sind gut und immer gern gesehen. Wer bist du? Tobias Frost-Leiche. Fanscribe. Und ein Partikelinjektor. Psychoaktive, okay. Eine Tasse. Ja, das ist eine Wartungsschleuse. Wartungsschleuse? Wartungsschleuse? Nö. Aha. Okay, hier sind wir wieder. Tja, keine Karte. Code. Ach so, Schlüsselkarte. Wo braucht man einen Code? Tja. Das kriegen wir nicht eingedroschen, ne? Nee. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wie es geht. Das ist der Safe, ne? Ich weiß das. Wie war das noch? Oh, verdammt, verdammt. Wie war das noch? Moment, was ist das? Das ist Kampffokus? Nee. Achso, alles klar. Thermalverstärker, Nullwellenschild brauchen wir nicht. Mimikdetektor, der Mimikdetektor. Ermöglicht die Entdeckung verborgener Mimics. Ja, toll. Thermoscan. Furchtreaktor. Das ist es auch nicht. Strahlenkinetik. Gleitgeschwindigkeit, dann haben wir den. Gegenstände, nö. Was war denn das? Neue Mods. Hat man das nicht gehabt hier? Was ist das? Erhöht deine maximale Psi auf 150. 50 habe ich. Ja. Ja, das nutzen wir auch nicht so. Verwandeln. Hat man das? Tasse. Erforderliche Neuromods 2 habe ich gehabt. Du tarnst dich, indem du die Gestalt eines Objekts in der Nähe annimmst. Verbraucht 2 Psi pro Sekunde. Doppelgänger. Das ist auch interessant. Du bewegst dich blitzschnell bis zu 6 Meter weiter und hinterlässt einen Doppelgänger, der deine Gegner 4 Sekunden lang täuscht. Ja, und wie funktioniert das hier? Möchtest du wirklich 2 Neuromods für diese Fähigkeit ausgeben? Die habe ich doch schon, oder? Die habe ich noch nicht. Ah ne, so gar kein Hart. Das habe ich noch nicht. Klar will ich das. Ich will das.
Und wie geht das dann? Geh. Schleiche dich an... Aha, Försch. Indem du die Gestalt von alltäglichen Objekten annimmst, halte Maustaste 2 gedrückt, um die Ziehauswahl-Modus zu öffnen. Benutze Maus, um ein Objekt zu imitieren. Alles klar. Achso, er verfällt jetzt wieder erstmal in seine Ziel. Nein, nichts, was die Erinnerungsbildung stört. So, tolle Sache. Aha. Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Alex. Das erste Mal hast du gesagt. Es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Und auf deine Entscheidung warten. Du hast mich bewegt, ohne ihn zu berühren. Das ließ mich erschauern. Diese Möglichkeiten. Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Kopfschmerzen werden schlimmer, als ob man Zähne kriegt. Nur im Gehirn. Spüren Sie es, M.U.? Die Schreie werden lauter, kommen näher. Sie kommen wohl aus der Zukunft, M.U. Von den Menschen auf der Erde. Wie von einem Tier in der Falle. Na gut, jedenfalls haben wir das jetzt. Aber so richtig, keine Ziele. Wieso geht denn das nicht? Also er kann die... Ach so. Gut, dann werden wir mal was anderes probieren. Die Tasse steht noch da, ne? So, das heißt, so einfach geht das nicht. Wir müssten also einen Gegenstand nehmen. Den da rauflegen. Das geht nicht. Ist das jetzt gut genug? So, aber jetzt. Und jetzt hinlegen. Und dann. So, jetzt. Das ist ja toll. Geht das denn nicht? Oder muss das da auch oben drauf liegen? Wo ist das Ding? Diese Flammen hier auch immer überall. Toll. Also da komme ich. Da komme ich rein. Da muss ich rein. Muss ich. Das ist unnormal. So, jetzt aber. Und? So, 4, 5, 3 mal die 5, da haben wir das. 1, 2, 3, Dingo. Zack, was haben wir hier noch? 2 Neuromods, schallgedämpfte Pistolen habe ich gerade geladen. Und Schrotpatronen haben wir. Aha. Ein Waffenupgrade. Ey. Cool, was haben wir noch? Evakuierungsberichte brauchen wir jetzt nicht. Da ist das Dässchen. Hey, das hat geklappt. Was kann man mit dem machen? Technik Operator. Ja, sehr gut. Ich danke. Was haben wir hier? Asteroidenfragment. 9mm Munition. Schrotpatron. Ja. Geschütz. Achso.
Medpack hätte ich ja gerne gefunden. Hallo. Na, sollen wir mal hier postieren? Ne, hier nicht. Das werden wir mal. Das werden wir mal. Das werden wir mal. Gut, das sieht gut aus. So, dann wollen wir mal weitermachen mit dem Waffen-Upgrade. Wir waren ja da drin noch nicht fertig, ne? Genau. Sprengladung. Sicherheitsstation. Genau. Ach ja, jetzt zählt er das erst. Hat er hier irgendwas versteckt hier da? Scheint nicht so. Genau. Dann wollen wir mal gucken, was er hier alles drin hat. Programm. Abbereichskarte. Das ist gut. Krankenstation. Okay. Jetzt ist's genug. Hey, Weber, ich weiß, du glaubst. Ich hätte es auf dich abgesehen, aber ich mache nur meine Arbeit. Was soll ich denn sonst tun? Wenn du Albträume hast und dich verkriechen magst, von mir aus. Aber wenn du mir erzählst, dass du dich mit Vorräten in einem Bunker verschanzen willst und eine Schrotflinte brauchst, das geht zu weit. Wir sind bisher gut miteinander ausgekommen, aber unser Verhältnis sollte ab jetzt wohl rein dienstlich sein, okay? TechU, Sicherheitsdienst. Vorschrift, Vorschrift. Officer Weber. Operator nähert sich. Mir ist bekannt, dass Sie mehrfach versucht haben, sich eine Schrotflinte zu beschaffen. Eine Waffe, die klar außerhalb Ihres Aufgabenbereichs liegt. Dass Sie sich damit nicht zuerst an mich gewandt haben, ist äußerst ungünstig. Sie haben bisher immer gute Arbeit geleistet. Daher will ich keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Bis wir die Angelegenheit geklärt haben, wird Ihnen aber vorsorglich der Zugang zum Tresor der Sicherheitsstation der Lebenserhaltung gesperrt. Ich kann Sie verstehen, Elton. Der Dienst kann einen an die Substanz gehen. Ich werde Sie nicht im Stich lassen, aber ich muss die Vorschriften befolgen. Ich melde mich in Kürze bei Ihnen, um einen Termin für ein Gespräch auszumachen. Chief Alistair. Vermisste Technikerin. Die letzte bekannte Tätigkeit der Lebenserhaltungstechnikerin Jean Four war die Reparatur von Systemen der Lebenserhaltung im Kraftwerk. Außerdem hat sie die eine verbleibende Schlüsselkarte auf den Luftfilterkontrollraum bei sich. Bitte finden Sie so schnell wie möglich. Mach ich. Okay. Besatzung. Falsch. Wo ist sie? Lebenserhaltung, genau. Kann man das hier nicht runter machen? Ach so. Ne. Ach, ich dachte, ich könnte jetzt... Finde das... Ne, will ich ja nicht. Ich will doch die andere finden. Die habe ich gefunden. So, wer war das? Vermisste Technikerin. Jean-Fond. Okay. Gott, Gott, Gott. Ach, so geht das. Ne, ich dachte, das könnte man hier markieren. Ne. Ne. Da ist sie. Kraftwerk. Alles klar, da ist sie. Dann wollen wir uns mal in die Richtung begeben. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles klar gemacht.
Ja, hier waren wir auch drin. Wartungsschleuse, hier waren wir drin, Da sind wir dann nebenan wieder rausgekommen. Gut, dann können wir uns auf den Weg zum Kraftwerk machen. Scanne Ziel, Teufelmaterial nicht eindeutig identifizierbar. Kalibrierung angefordert. Gut. Tja, hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir durch. Dekontaminierung. Okay, das ist der Locker Room. Oh oh. Da wollen wir jetzt nicht hin. Das ist bestimmt ein Kraftwerksraum, ne? Ah, den werden wir nochmal fertig machen. Dass wir die nicht hacken können, ey. Mist. Ja. Das brauchen wir nicht. Ach, erstmal duschen. Herrlich, nach der Zeit. Gut. No smoking. Ist hier noch was im Mülleimer drin? Papier, genau. Wo kommen wir hier hin? Schrot wieder nehmen, ne? Wartungsschleuse. Hallo? Atmosphärencontrol. Alter Verwalter, Junge. Wir müssen erstmal kurz Pause machen hier. Der hat uns ganz schön zugerichtet, der Typ. Aber wir haben schon mal aufgeräumt da. So, was haben wir hier jetzt? Haben wir schon mal Medpack jetzt? Ne, Munition haben wir, ne? Medpack haben wir noch immer nicht. Was ist das? Mineralisches Material. Na, schick. Wir haben dafür aber schon wieder zwei Neuromods. So.
Wir haben ja auch ein Durcheinander jetzt langsam hier, mein lieber Mann. Na gut. Dann wollen wir uns mal auf einen Fight vorbereiten.